gut Frühstück im Park. Man hat wahrscheinlich schon die Nacht im Park verbracht. Cool. Das ist Fraser. Manchmal, man sieht das, egal wo der steht, im Raum, in der 100.000 Leute sind, ich weiß trotzdem, dass das eine Verbindung ist. Also man spürt das einfach, dass man miteinander verbunden ist. Das kann man vielleicht nicht sehen, aber man weiß es einfach. Sie weiß, dass sie ihre Stadt dadurch retten könnte, ihre Position, ihr Kind. Ich meine, da geht man vielleicht nicht so in dieses Herz rein und was mein Herz empfindet und wie meine Hände darauf reagieren, auf dich und mein Schweiß und das alles nicht. Aber dieses Warten und dieses Moment des Wartens und der Dauer und der, naja, der Ewigkeit so und diese ganzen Frauen, denen er begegnet auf seiner Reise. Er wird ja die ganze Zeit verführt, er will die alle gar nicht, er will seine Frau. Also es war für mich immer schon so die Liebesgeschichte. Aber wer wartet denn 21 Jahre? Und sie weiß nicht mal, ob Odysseus gestorben ist. Und er stirbt ja in jeder Situation fast. Und wenn man sich dann vorstellt, dass sie ihn 21 Jahre lang jedes Jahr oder in jeder Situation verlieren hätte können, so. Und sie hat trotzdem gewartet, so. Und dann kommt er wieder. So krass. Was für ein Glück. Ausgehen und sagen, es ist wichtig, wen ich liebe. Ich liebe viele Menschen, es ist doch schön, wenn viele Menschen geliebt werden. Das Problem von Liebe, wenn es schon so Richtung Krankhaft geht, wenn man schon so fasziniert ist von einander, also dieses Band. Ich möchte nicht allein sein und doch frei sein. In der Partnerschaft ja ein Stück weit von sich selber aufgeben muss. Der Unterschied zwischen dem absoluten Egoismus und dieser Partnerschaft, der schränkt dich ja schon ein, selbst. Wie trifft man die Entscheidung in dem Fall, wenn der eine will und der andere nicht? Letztlich wird es wahrscheinlich doch an der Eifersucht scheitern.